Muss man hier die Dinger nochmal rausziehen? Ja, muss man. Habe ich eigentlich alles anders in Erinnerung gehabt. Aber ich glaube, jetzt wo ich das sehe, es würde sich dann... Ich glaube, das Wasserlevel wird sich sinken. Aber man verliert eigentlich Leben. Ah ja, okay, oder auch nicht. Man muss aber ganz, ganz schnell machen. Der gehörte Amanda. Schuhe fallen auch nicht einfach von den Füßen. Er war offen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Hier war alles geflutet. Wahrscheinlich ist sie doch tot. Hm. Aha, nur noch der Schuh ist da. Oh, da ist das letzte Silberne. Das war relativ einfach zu finden. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass es hier schon ist. Ja gut, jetzt haben wir eigentlich nur noch ein bronzenes und ein goldenes. Und das goldene weiß ich, das kommt nämlich jetzt dann noch. Wo das bronzene ist, weiß ich aber nicht. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicacasee. Dort gab er ihr seinen Stab. Ein mächtiges Artefakt. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Gott der Wasserklosets. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel. Die gibt es auch überall. So, jetzt darf ich auch mal wieder reden. Ich würde bloß, die nicht unterbrechen wollen, damit man auch ein bisschen versteht, um was es hier eigentlich geht. Jetzt haben wir schon gehört, König Arthus. Aha, aha. Ähnliche Geschichten tauchen hier auf. Mal gucken, was daraus noch wird. Und beim letzten Pfeil habt ihr gesehen, der zeigt so komisch schräg nach unten. Und das war damals die Stelle, die ich meinte mit, dass wir dachten, wir mussten eine Kombination drücken. Was dann aber immer dazu geführt hat, dass man hier runterfällt im Endeffekt. Wow, nicht übel hier. Vielleicht solltest du mal den RAD-Modus deines Fernglases testen. Du könntest recht haben. Aha, den RAD-Modus. Hier das Fernglas mit E ein oder Visieren blablabla an, um diese zu analysieren. Okay, wie macht man das hier? Ah ja, RAD. Was kann man da jetzt analysieren? Was? Ah. Das ist ein Mechanismus. Ah, das ist ja cool. Und jetzt? Das ist ja
Interessant, sie kommentiert es sogar. Ich habe das, glaube ich, noch nie probiert. Ich meine, gut, ich weiß jetzt schon im Endeffekt, wie man da weitermachen muss. Sie war hübsch, aber im Weg. Ich glaube, also, das goldene Secret, es ist ein bisschen verzwickt. Und ich glaube, da... Ah ja, ich dachte, das wäre das Browser. Ne? Ich glaube, man kommt da bloß hin, wenn man diese Kugeln mit runterzieht. Und die sieht man nicht direkt unbedingt. Bin mir aber jetzt gerade unsicher. Ich glaube aber schon. Müsste man mal gucken jetzt gleich mal. Weil es geht, glaube ich, wenn man zwei schon hat. Also zwei Kugeln. Da kommt man nämlich eigentlich durchs Level durch. Aber nur wenn man... Ah ja. Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracochas Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Arthus. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Wow! Ha! Das muss die Leute damals ziemlich beeindrucken. Das stimmt. Nicht nur damals. Ja, mir geht es ähnlich. Vor allem, sowas möchte man doch sicherlich in seinem Haus haben. So, jetzt ist die Frage, da oben ist noch eine Kugel, die ich gesehen habe. Bloß, wie kommen wir jetzt da ran? Ich glaube, wir brauchen auch so alle drei Kugeln. Ja, es könnte jetzt ein bisschen Rumprobiererei werden. Denn, wie gesagt, ich weiß immer bloß, wo die Secrets sind, aber die meisten... Also, naja, die ersten zwei, also sprich, das ist jetzt das zweite... Da ist es wirklich so, dass ich nicht mehr so ganz weiß, inwiefern... Ah ja. Okay. Inwiefern man da jetzt halt hinkommt. Also genau hinkommt. Gab es hier eine Stelle, wo man... Oh. Ah ja, sie hält sich doch selbst fest. Schon mal gut. Wie komme ich jetzt da hoch? Weil ich muss da irgendwie hochkommen. Es kann auch sein, dass wir erst einmal eine Kugel darüber bringen müssen. Damit sich das Ding da öffnet. Weil da sind ja, glaube ich, immer Leitern. Ah ja, genau. Da ist eine Leiter und da kommen wir jetzt hoch. Mit etwas vielen Spinnenweben. Aber hat halt wahrscheinlich auch Millionen von Jahren keiner mehr hier angefasst. So, ich glaube, das kann uns nicht... Kann das uns brutzeln? Kann es nicht. Wunderbar. Genau, da ist noch eine Kugel und die können wir uns holen, indem wir... Ich gehe jetzt erstmal da lang. Genau, da sieht man es vielleicht schon. Ah, man kommt, glaube ich, bloß dann von darüber... dahin. Das heißt, wir müssten dahin, darüber klettern und so weiter und so fort. Und dann, glaube ich, kommen wir dahin. Okay, ja gut, dann müssen wir uns das mal hier merken. Dann gehe ich mal auf die andere Seite noch, denn ich will das goldene Secret haben. Also mein Ziel ist es zumindest, alle goldenen Secrets zu haben. Ich denke, das sind die wichtigsten. Und da kann man mal so gucken, was da alles so freigeschaltet wird. Genau. Aber selbst wenn ich es nicht schaffen würde, wäre jetzt kein Beinbruch. Aber die goldenen, die haben mich immer interessiert, weil es damals einfach so eine... Weil es einfach nie einer gefunden hat. Nie. Du hast gesucht und gesucht und du kamst einfach nicht drauf, wo die goldenen sind. Und teilweise sind sie halt echt gemein versteckt. Muss man halt wirklich sagen. Das auch jetzt zum Beispiel. Wenn man jetzt nicht dran denkt, okay, es gibt noch ein goldenes. Ich bin wirklich beeindruckt, Lara. Das ist großartig. Das haut einen um, was? Wir müssen bloß da irgendwie hochkommen. Das ist, glaube ich, so ein Ding jetzt. Wie kommen wir da hoch am besten? Jetzt nehmen wir uns erstmal... Ah, warte mal. Lass mal da hochgehen. Ah ja, da müssen wir ja eh hin. Und was ist dann da unten? Ach, gar nichts. Da ist ja bloß der... Ja, das Ding da, das das Ganze auslöst. Ich wollte eigentlich noch nicht rein. Na, nur ein Schwert. Ein Teil eines Schwertes. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rutland in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie.
Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen. An der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Hä? Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Laura. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Okay. Moment, Anaya ruft gerade per Handy an. Ich stelle sie durch. Laura, kannst du mich hören? Diese Mistkerle aus der Stadt sind hier. Sie scheinen dir zu folgen. Das hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Also falls ihr euch fragt, warum ich gerade rumgehäht habe, das lag zum einen daran, weil ich nicht verstanden habe, wie es jetzt darauf schließt, dass es dieser komische Takamoto hat. Sorry, ich war abgelenkt und hatte einen. Nein! Ah! Aber sie ist vorerst in Sicherheit. Na gut, war nicht allzu tragisch. Ist schon okay. Sag einfach Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Alles klar. Wie kommst du ohne Boden wieder zurück? Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen. Das ist sehr gut, weil dann kommt man nämlich direkt zum goldenen Secret. Als hätte Lara es gewusst. Und zwar, da müssen wir hin. Bloß die Frage, wie wir das jetzt am sinnvollsten anstellen. Kann man da oben irgendwie einen Magnethaken schmeißen? Oder wie schaut es hier aus? Ich glaube, die Kerle sehen uns noch gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal da rüber. Ah, drücken und halten Sie die E und drücken Sie die Bewegungstaste, um oben oder unten hochzuklettern. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich mit E runterfallen würde. Aber das ist gut, dass mir das gesagt wird, denn ich glaube, das müssen wir sogar machen, um wirklich das Gold-Secret mitzunehmen. Weil ich muss ja hier hoch irgendwie. Und ich weiß nicht, ob ich das von unten hätte machen können. So hochspringen. Das ist, denke ich, sinnvoller, wenn man ein bisschen hochklettert. So. Jetzt aber. Ja, man denkt sich halt so, ja okay, ich gehe jetzt mal raus und dann verpasst man halt eben den Part. Secret? Hallo? Wo sind sie denn? Eigentlich müsste hier ein Secret sein. Oder bilde ich mir das jetzt bloß ein? Oder versteckt sich das jetzt hier irgendwo? Und ich verstehe es nicht. Weil da unten komme ich doch einfach bloß durch die Wand durch, dachte ich. Ach, warte mal. Ah, nee, anders. Das musste, die Kugel, die musste man noch wo draufstellen. Genau. Ach ja, stimmt. Aber sonst wäre es ja auch zu einfach gewesen eigentlich. Also, naja, weil man hätte das eigentlich schon sehen können, halt, ne? Deswegen, ich glaube, die müssen wir jetzt halt in die Mitte. In die Mitte muss, glaube ich, eine zweite noch drauf oder so. Da öffnet sich hier irgendwo noch eine Tür. Hier unten. Das war gar nicht da oben. Ah ja. Ha! Aha! Schau mal eine an. Liebes Gold, kommen Sie bitte zu mir. Jetzt haben wir alles bis auf das eine Bronzene. Naja. Ja gut, ist halt so. Aber ich sag mal so, da bin ich jetzt nicht allzu scharf drauf. Also wenn wir das jetzt nicht mehr finden sollten, dann ist es so. Ich werde mir da jetzt nicht tagelang den Kopf zerbrechen drüber. Genau, und jetzt müssen wir eigentlich bloß noch die Söldner töten und vielleicht das Bronzene noch mitnehmen und dann sind wir eigentlich hiermit schon fertig mit diesem Kapitel. Ja, geht relativ flott. Ich überlege gerade, welches Kapitel wir dann... Also, ja genau, doch, ich weiß, welches Kapitel als nächstes kommt, aber ich weiß nicht mehr, wie viel es eigentlich gibt. Ich glaube, es gibt noch... Warte mal, das nächste. Dann noch eins. Dann noch eins. Ups. Dann noch eins. Und ich glaube... Ich glaube da noch eins. Tatsächlich, glaube ich, gibt es noch 5 Kapitel. Man sieht es sogar im Schatten, dass meine Waffen einen Schatten abgeben, aber leider nicht. Man sieht bloß die Waffen. Falls ihr das gerade auch gesehen habt. Ich kann nicht sehen.
Gleich siehst du was. Oder auch nicht mehr. Eher nicht mehr. So, und jetzt. Bumm. Ja, okay. Warum sie nicht weitergeschossen hat, keine Ahnung. Ich glaube, es liegt tatsächlich eher an meiner Maus. Denn die hat ein kleines Problem. Oh, ich habe nur noch ein Medipack. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Ups. Das habe ich gar nicht mehr beachtet. Ist das da oben? Ja. Dachte zuerst das Secret, aber. Oh, sie haben mich ja schon direkt gesehen. Naja, feuern wir mal durch. Sollte eigentlich relativ. Oh! Problemlos gehen. Er kommt sogar freiwillig her. Wunderbar. Ist ja noch jemand? Nö. Anscheinend nicht. Ich glaube, wir können jetzt auch direkt hochgehen. So. Und jetzt ein gekonnter Schwung in den Ausgang. Das ganze Wasser ist auf einmal weg. Wurde einfach eingesaugt. Ah, ups, Kamera, was machst du? Die dreht sich direkt. So, ah ja. Ja, ups, wollte die Waffe eigentlich wieder einstecken. Na komm, Lara. Du hast das so viel schon geschafft. Du solltest jetzt nicht an der Kleinigkeit hier hängen bleiben. Ich drück doch schon mehrmals E, liebes Spiel. Hey, ich glaube, ich habe einen Panda gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine Panther. Daneben ein Jaguar. Eine verdammte Riesenspinne. Eine Riesenspinne hat auch gesehen. So. Machen wir hier noch kurz einen Prozess und dann haben wir das hier auch abgeschlossen. Oder vielleicht noch einen längeren Prozess, je nachdem, wie wir dazu kommen. Warst du schon, oder? Oh ne! Oh! Das war knapp. Wir haben jetzt fast ein Problem gehabt. Aber nur fast. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es hier noch ein Secret gibt. Also, ich glaube, wir haben schon verpasst. Weil es würde mich jetzt stark wundern, wenn es so viele Secrets in einem Fleck geben würde. Dann können wir eigentlich mal ausprobieren. Ich weiß gerade gar nicht mal, ob sich die Munition zurücksetzt, wenn wir ins sechste Level reinkommen. Hast du Analia noch in der Leitung? Sie soll sich unter dem Tuch verstecken. Was, da kommt jemand? Okay. So. Problem erledigt, aber ich glaube, Secrets gibt's noch. Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mehr hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toru Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. Frauen haben doch genug zum Anziehen. So, da haben wir doch den nächsten. Ja, das nächste Kapitel eigentlich abgeschlossen. War jetzt wieder eine Stunde. Das ist eigentlich optimal. Das könnte so weitergehen. Wobei, nee, das erste Kapitel waren 40 Minuten. Also,
Ja, aber optimal für mich zum Schneiden, deswegen mache ich hier auch eine Pause und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann wieder zum nächsten Kapitel. Ciao!